Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blende zu 2022. So Leute, danke erstmal für den guten Support in der letzten Folge. Hat mich sehr, sehr gefreut. So, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall diese neuen Restaurants ausprobieren. Die gibt es ja noch nicht so lange in Blende zu und ich kannte die bisher noch gar nicht. Und wir werden den eurasischen Luchs in unserem Zoo lassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ab geht's. Ist doch sehr schön geworden. Also wenn wir dann im Hintergrund noch schön viele Bäume machen und so, könnte das sehr, sehr cool aussehen. Also sieht jetzt schon cool aus, aber der Hintergrund macht auch nochmal noch einiges aus. So, von hier sehen wir auch ein bisschen die Tiere hinter den Bäumen, guckt mal. Wir müssen uns nur überlegen, wer da unser neuer Zuchthengst wird dann. Aber das machen wir dann später. Der fruchtbare Hayato, der macht erstmal einen sehr guten Job. Der macht das erstmal sehr, sehr gut. Guckt mal, wie sie alle da liegen und schnarchen. Oh. Er sucht auch gerade noch seine Schlafstelle. Er würde am liebsten noch ein bisschen wach bleiben und noch ein bisschen quatschen und so. Hä? So, denen geht's erstmal allen wieder gut. Haben jetzt auch ein ordentliches Wohlbefinden. Wir schauen nochmal, Wohlbefinden 95%. Lebensqualität können noch ein bisschen besser sein. Wartet mal eben. Ah, okay, cool, Leute. Ein zweiter Ball. Wollt ihr jetzt ins Wasser rein? Naja, das sieht gut aus. Okay, cool, Leute. Jetzt haben wir Lebensqualität auf 100%. Und Wohlbefinden insgesamt auf 98%. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung auf jeden Fall. Das Gelände passt halt nicht 100%, weil ich so viele Felsen reinplatziert habe. Aber das ist erstmal nice. Eurasischer Luchs. Bestand im Wildnis 70.000 bis 80.000. Natürlicher Lebensraum. Kletterschutz. Die Barriere muss 3 Meter oder höher sein. Okay. Gruppengröße 1 bis 2, also ein Männchen und ein Weibchen. Die sind polygyn, Beziehung zu Menschen scheu. Anzahl des Nachwuchses pro Paarung 1 bis 4. Das ist auch ganz schön viel, was da rauskommen kann. Das bedeutet aber, das wären nicht so viele, ne? Also wenn wir 2 Stück machen und wir gehen mal davon aus, wir haben, keine Ahnung, 8 Babys oder so. Na gut, dann muss das Gehege trotzdem 1500 Quadratmeter groß sein. Also würde ich wieder anpeilen, so 4000 Quadratmeter, dann Details machen und dann sind wir vielleicht bei 3000, 2500 oder so. Hier, Luchs, eurasischer Luchs. Alter, die sind übelst teuer. 3000 Punkte. Dann würde ich das Weibchen nehmen. Dann würde ich ihn hier nehmen, Stanislav, aufnehmen. Also, okay, haben wir jetzt beide. Du hast einen Menschen gekauft. Habe ich zweimal einen Menschen gekauft jetzt, oder? Ja, okay. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt das Weibchen hier. Aufnehmen. So, Leute. Die große Frage ist jetzt, wo wollen wir das Luchsgehege hinsetzen? Ich hätte ja fast Lust, dass wir diesen Weg noch ein bisschen nach oben bauen, dass er sich hier so hochzirkelt. Und dann ist hier irgendwie das Luchsgehege. So ein bisschen weiter oben nochmal. So hier. Irgendwie würde ich sagen, dann machen wir da eine schöne, coole Brücke draus. So, okay, lasst mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen anpassen dürfen. Sehr gut. Machen wir mal so hier. So, ich mache aber bewusst gerade Brücken. Ja, dann ist es leichter, die dann hübsch zu machen später. So, ne? Den Weg kümmern wir jetzt hier so lang. Erstmal so hier. Das überlegen wir später. Und jetzt machen wir hier für das Luchsgehege noch einen kleinen Ausguck. Okay, Moment, ich probiere mal noch was aus. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Jo. Ich glaube, das gefällt mir jetzt sogar besser als davor. So, Größe ein bisschen niedriger.
So, okay, ja noch. Und hier machen wir Wasser rein. Aufgewühltes Wasser. Ein bisschen. So, Leute. Boah. 4000 Punkte. 3 Jahre alt. Aufnehmen. Damit kann man arbeiten, denke ich. Achtung. Ja, wenn man das übelst gute Luchsmännchen gerade geholt, hat es irgendwie 3000 Erderhaltungspunkte gekostet, aber das können wir uns ja gönnen. Und das hier ein bisschen größer machen. Und jetzt hier klappen. Wasser. Ist das ganz oben? Ja, genau, irgendwie so dachte ich, wäre ganz geil. Dann kann man jetzt hier einfach, dann haben wir sogar am Ende weniger Arbeit und sieht trotzdem cool aus. Jetzt ein bisschen Strand hier draus machen, aber ich mache mal hier groben Sand. Sieht besser aus. Und hier genauso. Und wir ein bisschen grüner da, wo die Felsen sind. Besser aus. Und wieder Wasser rein. Einrichtung. Ich habe mir auch welche runtergeladen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon haben. Imbiss. Restaurant. Ach du Scheiße, ist ja voll groß. Oh, das sieht aber schön aus. Oh, das würde ich hier sehr fühlen, wenn das hier irgendwie wäre. Das würde schön aussehen. So hier vielleicht. So, bam. Und jetzt lass mal gucken. Das hier können wir ja wegmachen. Also genauso. Dann, ich nehme mal kurz das Wasser raus. Machen wir noch ein bisschen Terraforming hier. Und dann können wir hier dann noch einen Weg hinsetzen oder so. Oder also ihn zumindest einzeichnen. Das würde, glaube ich, ganz cool aussehen. Frage ist mal, ob ich hier Strand draus machen will auch. Oder ob ich daraus Felsen mache. Ich glaube, ich fände es cool, wenn das hier einfach so leicht ins Wasser geht. Dass hier auch Strand ist. Sand, grob. Und? So. Ja, dann geht das einfach jetzt hier so runter. Ich würde aber vielleicht ein bisschen geschwungen machen. Wir gucken mal. So, okay. Dann müssen wir den Mülleimer verschieben. Gehen wir hier hin. Und die Automaten, die irgendwie machen die es nicht hübscher. Machen wir einen Automat davor. So, und jetzt brauchen wir noch einen Mitarbeiterweg. Okay. Passt mir den Weg ordentlich. So. Wäre natürlich cool, wenn die sich dann noch hier hinsetzen würden. Aber ich will jetzt erstmal sehen, dass die Gäste da wirklich hingehen. Lösche ich den erstmal. Dann können wir jetzt einfach hier dann noch die Hecke so drüber durchziehen. Das finde ich, glaube ich, cooler. Machst du bis hier hin? Ah, voll geil, ey. Ist auch voll gute Idee, das als Hecke noch zu benutzen. Also ich habe das ja schon ein bisschen benutzt, aber nicht so in der Form. Dann können wir das auch hier dann den Weg so lang machen. Und so dann vielleicht hier den Essbereich noch ein bisschen abstecken. Muss man mal gucken. Dann später. Aber finde ich sehr, sehr schön, die Idee. Gefällt mir. Cool. Sowieso was ich immer empfehlen kann, sich auch Mods runterzuladen und sich das ein bisschen anzugucken und vielleicht sich da auch ein bisschen Ideen und Inspiration zu holen. So, lass mal gucken, ob die Gäste das nutzen. Bin gespannt.
Das ist halt voll geil gemacht mit dem Restaurant und alles. Ey, wenn das jetzt noch funktionieren würde, ich würde es halt übelst feiern. So. Tische zuweisen. Pam? Ah, die sind zu weit weg. Okay, alles klar. Die wieder weg hier. So, jetzt haben wir 15 Tische. Oh, das ist richtig deprimierend gerade, Leute. Ein bisschen. Ist voll schön da und keiner geht hin. Lass uns schließen, einmal öffnen. Yo! Yo, 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 yo! Yo! Nice, Leute, der... Wir mussten den einmal schließen und wieder aufmachen. Die neue Öffnung, Leute. Jetzt. Wie geil ist das? So, und die setzen sich jetzt auf die Tische da, ohne über einen doofen Weg gehen zu müssen, oder was? Aber ich will jetzt, dass sie sich hier hinsetzen. Wo sind sie? Da! Oh, wie cool ist das bitte, Mann? Geil. Okay, cool, Leute. Alles klar. Also, wenn ihr das Problem habt, ihr müsst den Laden einmal schließen und wieder aufmachen. So, und das ist übrigens auch neu, ne? Also, dass man quasi wirklich wie so ein Restaurant hat und man dann hier überall Tische platzieren kann und so. Und dass die sich dann noch hinsetzen und so mit Terrasse und allem kann man dann machen. Ist voll geil. Großartig. Das ist voll teuer, guckt mal. Eiscremeberg, 16 Euro. Süßkartoffelfritten mit Topping, 17 Euro. Megaburger, 18 Euro. Steinofenpizza, 17 Euro oder Dollar, wie auch immer. Aber ey, die Preise haben es in sich. Aber die Leute gehen hin. Stört ihr das, dass es jetzt regnet? Ja, die Pizza ist so lecker, ne? Ja, lass sie schmecken. Dass sie das überhaupt nicht juckt, Alter, gerade wie es regnet. Schön. Jetzt haben wir 19 von 20. Bestätigen. Okay, einen Tisch müssen wir noch platzieren. Dann haben wir das Maximum. Tische zuweisen. Den noch bitte. Bestätigen. Okay, hätten wir. Eine Toilette müssen wir irgendwo hin platzieren. So, auf den Strand sollen die offen gucken können. Das finde ich eigentlich ganz schön. Dann würde ich hier den Boden noch ein bisschen anpassen. Ich würde mal sagen, dass hier wie so ein Weg lang geht. Womit man auch wieder auf den Hauptweg kommt. So irgendwie. Auch wenn man das hier immer ein bisschen Sand drüber geht. Damit das so. Hier ist Wiese. Sehr schön. Und hier Erde leicht. Das sieht schon ganz geil aus. Also ich würde mich hier hinsetzen. Können wir hier vielleicht noch ein Bäumchen hinplatzieren oder so gleich. Sonnenschirme wären cool. Ja, könnte man die Mitte so reinhauen, ne? Ich überlege jetzt nur gerade, ob ich das mit der Hecke noch ein bisschen durchziehen will. Ich finde es okay. Ich finde es in Ordnung. Ist ein bisschen blöd, ne, dass hier der Mitarbeiterweg dann geht, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich... Ich könnte jetzt sagen, dass hier die Mitarbeitergebäude sind. Dann könnten wir den hier irgendwie hier hochführen vielleicht auch. So als kleine Abkürzung. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Guck mal hier, wir haben Luchsbabys bekommen. Die sind gerade erst rausgekommen.
Hier, Robin hatte Nachwuchs. Das hier ist die Mutti. Und das sind unsere neuen Dachsbabys. 1, 2, 3, 4 Stück oder wie? Wirklich? Okay, die hat richtig viele rausgeworfen. Schon niedlich. Schon niedlich, ne? Die Kleinen. Alter Schwede, was jetzt gerade abgeht, ne? Guck mal. Da kommt auch noch sehr viel. Ganz schön hungrig, die Kleinen, oder? So, gut, Leute. Alles klar. Ich würde sagen, wir fangen jetzt endlich mal an, ne? Mit dem Dachs. Ja, nicht mit dem Dachs, mit dem Luchs. Da ist immer Zeit jetzt hier. Ich schaue nochmal ganz schnell, ob es mittlerweile noch ein besseres Weibchen gibt. Sollte mich noch interessieren. Ich glaube, ich soll zuschlagen. 700. Ah, das hat halt 100, 150, 100. Das ist halt schon ziemlich cool, ne? Aber 3500 Punkte. Ich glaube, ich nehme die jetzt. Aufnehmen. 3 Jahre alt. Let's go. So. Okay, hätten wir. Abgeschlossen. So, okay. Alles klar. Dann. Ah, ich bin richtig glücklich hier mit der Hütte, ey. Das war cool. Ich überlege jetzt nur, wie ich den Weg hier noch lang ziehen will. Ob der wirklich hier direkt straight nach oben geht? Ich glaube ja, das mache ich mal eben noch. So, okay, alles klar. Jetzt die Höhe bitte. Die hätte ich hier gerne überall erstmal. Oder wir nehmen diese Höhe für das Luchsgehege, dass das hier quasi so durchgeht. Und dann hätten wir wie schon eine natürliche Barriere hier an dieser Stelle, was ziemlich cool wäre. Böp. So, Gehege scheint fertig zu sein. Gehege 3. Lux. Gelände. 3700 Quadratmeter. Ist in Ordnung. Also, wenn ich da noch eskaliere und so, wird es deutlich weniger. Und das hier darf man auch nicht dazu zählen. Das sollen die ja nicht hoch am Ende. Okay, dann hau ich den schon mal ein bisschen Wasser rein. So, alles klar, Leute. Dann würde ich vorschlagen, wir lassen mal einen Luchs rein oder beide und gucken mal, ob die irgendwo rauskommen oder nicht. Ich denke mal schon, dass die noch irgendwo rauskommen. Safe. Also, wir lassen jetzt Polina rein und Anton. Die zwei. So, und so senden. Und versendet habe ich auch anscheinend, wie es aussieht. Ja. So, die nutzen auch gleich hier die Abkürzung, die wir jetzt hier gebaut haben. Sehr gut. Hochmotiviert. Da kommen sie. Wupp, wupp, wupp. Okay, die sind wirklich süß, Leute. Also, wenn ich vorstellen darf, das ist Anton. Okay, und sie können sehr hoch springen. Sehr hoch springen. So, bevor ich... Moment, ich bin nochmal ganz kurz. Und das ist Palina. Die ist auch hübsch. Ah, cool. Cool, cool. So, ich muss ganz kurz Pause machen, Leute. Bevor jetzt Palina auch hier noch hoch springt. Wir gucken jetzt erstmal. Gehege. Also, hier kommen sie nicht lang. Hier kommen sie lang. Und dann hier überall. Machen wir erstmal. Wir sorgen erstmal dafür, dass die nicht mehr rauskommen. Okay, das wäre jetzt erstmal wichtig. Das sollte eigentlich schon passen, denke ich. Oder, ja, weil die von hier rüberspringen können. Deswegen wahrscheinlich, ja. So hier. So, jetzt eigentlich dürfen die hier nicht mehr rauskommen. Tada! Okay, Leute. Sie kommen nicht mehr raus. Nice. Alles klar, Leute. Dann lasst mal eben gucken, dass wir denen jetzt noch was zu essen geben. Blutkürbis. Hau mal rein. 50% Lebensqualität.
70%. Gibt's auch Klettermöglichkeiten für die, okay. Zebra-Pinata. 70%, eine Reibetafel. 100%, okay, sehr gut. So, wie geht's euch jetzt? 92%, okay, das passt erstmal. Sieht erstmal gut aus. So, machen wir eins in die Mitte, oder? So. Aber guck mal, die benutzen auch schon den Weg hier. Sehr schön. Freue ich mich. So, hier machen wir zwei hin. So, das hätten wir auch. Das ist schon eine hübsche. Ja. Sie schmusen miteinander, Leute. Das war's. Okay, sie haben erstmal nur Hallo gesagt. Kurz. Das war noch nichts, Leute. Sie haben noch nicht geschmust. Sie haben nochmal ganz kurz sich sauber gemacht oder so. Das Problem ist, die Gäste gucken alle von hier, nicht von da. Das finde ich nicht so geil. Glaube ich. So, okay, hätten wir. Eurasischer Luchs steht kurz vor der Inzucht. Stopp. Das sind Geschwister? Oh nee, oder? Wartet Nachwuchs. Wir haben es auch noch verpasst. Anton ist der Bruder. Ja, das sind Geschwister. Boah, krass, Mann. Ich habe mir die beide im Handelszentrum gekauft. Oh, ist das ärgerlich. Dann sehen wir jetzt uns das erste Mal bei Schnee, Leute. Was geht? Also ja, hier, das ist eine riesengroße Baustelle, ne? Also, ich muss wirklich sagen, die Gäste sind hart im Nehmen. Oder das Essen ist verdammt gut. Ich weiß es nicht. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Die sind alle mit ihren T-Shirt da sitzen. Scheint ja gut zu schmecken. Heizstrahler für die Gäste gibt's, echt? Probieren wir's einfach mal. Ach, wie cool. Wobei man sagen muss, das sind sehr, sehr krasse Heizstrahler. Guck mal, auf was für eine Reichweite die das... Schnee schmelzen. Aber cool. Aber man kann auch die Reichweite einstellen, sehe ich gerade. Okay, ist der. Ja, also 25. Können wir wenigstens die Babys mal anschauen. Mal ein bisschen schneller. Jim, du darfst nicht den Kopf hängen lassen. Du hast sonst sehr viel geschafft heute. Ja. Ich habe halt... Mein großer Fehler war wahrscheinlich, dass ich heute so viel Baustelle gemacht habe. Also ich habe einfach sehr viel vorausgeplant. Und... Jetzt würde ich am liebsten alles fertig machen und bin total überfordert damit, weil das so viel auf einmal ist. Da ist es, Leute. Da ist es. Edik. Es ist golden. Oh, das ist voll gut geworden, Leute. 100, 100, 50, 100. Rot-goldenes Fell. Noch eins. Boah! Roman! 100, 100, 183. Bäm, Alter! So, zwei Stück haben wir bekommen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krass. Okay, okay. Gegen Ende kommt noch was, was meine Laune sehr, sehr hebt, Leute. Voll süß. Neues Lieblingstier?
Ja, das sind auf jeden Fall meine neuen Lieblingstiere. Boah, die Ohren, ey. Voll gut. Oh. Wie geht's euch? 92%, ist okay. So, okay. Alles da, Leute. Also, in der nächsten Session machen wir es den richtig hübsch. Ich habe mich heute einfach ein bisschen übernommen. Hab's nicht geschafft, jetzt ein cooles Gehege hinzuzaubern. Die Session geht jetzt fast 5 Stunden. 4,5 Stunden, um genau zu sein. Ich befinde mich gerade in so einer kleinen Schreibblockade, habe ich das Gefühl. Ich hoffe einfach nächste Session, dass ich da neue Früche, dass ich richtig schön machen kann. So, ich meine, der grobe Aufbau ist ja erstmal ganz cool so, ne? Dass es hier so nach oben geht, dann hier mit dem Restaurant. Dass die Gäste hier nach unten können und so, das ist erstmal in Ordnung. Mir tut es ein bisschen leid, dass ich heute nicht ein schönes Gehege hinzaubern konnte. Aber ich hoffe, dass wir das dann nächste Session hinkriegen. Und bis dahin kann ich mir noch ein bisschen Gedanken machen, wie wir das am coolsten lösen. Also Roman ist ja fast perfekt, Leute. Hat er, also das ist krass. Ich glaube, ich hatte noch nie so gute Werte bei irgendeinem Tier, glaube ich.